Suchen wir vielleicht an der falschen Stelle nach außerirdischem Leben? Und zwar, ja, es geht nicht ums Weltall, sondern nach der falschen Art. Diese These vertritt jetzt ein Astrobiologe der Technischen Universität München. Demnach gibt es Anzeichen, dass das erste Leben nicht zellulär war, also aus Zellen bestand, sondern Viren waren. Sie gelten heute gar nicht als Leben, weil sie ohne einen Wirt nicht überleben können. Aber vielleicht war das ja mal anders. Und wenn dem so ist, so Alexander Janjic, dann suchen wir auf dem Mars mit den falschen Geräten. Klickt zum Science and Fiction, hier gibt es täglich spektakuläre Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr kein Video. Herzlich willkommen. Wir hatten hier ja letztens über Riesenviren berichtet, die etwas ja fast Beängstigendes in sich tragen. Ihr Genom enthält überraschenderweise auch die Bauanleitung für die Proteinbiosynthese. Und das ist bei den Tupan-Viren der Fall. Ein Forschungsteam aus Frankreich hatte Proben aus einem alkalischen Salzsee in Brasilien und ebenso aus der Tiefsee vor der brasilianischen Atlantikküste entnommen und dabei diese Riesenviren aufgespürt. Sie hatten Amöben befallen, die ihnen als Wirt dienten. Die Analyse unter dem Elektronenmikroskop enttarnte dann ihre enorme Größe und den längsten Schwanz, der je bei einem Virus beschrieben wurde. So einer der beteiligten Forscher, Jonatas Abrahayo. Das wirklich Außergewöhnliche an diesem Virustyp ist sein Genom, denn das enthält die Bauanleitung für den gesamten Prozess der Proteinbiosynthese. Und das ist wirklich ein Novum in der Biologie. Ein Organismus gilt nur dann als Lebewesen, wenn er sich selbst vermehren kann. Konkret passiert das durch die sogenannte Proteinbiosynthese, bei der, vereinfacht gesagt, in Zellen neue Eiweiße gebildet werden. Bisher war klar, dazu sind höhere Organismen, aber auch Pilze und Bakterien in der Lage. Viren dagegen brauchen Wirtszellen, um sich zu vermehren. Denn sie selbst besitzen weder die Gene noch die Ausstattung, um Proteine selbstständig herzustellen. Und so gelten Viren eben auch nicht als echte Lebewesen. Bisher. Und genau das ist vielleicht der Fehler, der unsere Sicht verengt und eine zu enge Definition von Leben bewirkt. Aber genau diese Sicht scheint sich jetzt zu erweitern. Denn Forschungsteams haben schon in den vergangenen Jahren mehrmals neue Viren entdeckt, die sich nicht an dieses Schema halten. Dazu zählen beispielsweise die Riesenviren namens Megavirus, Klos-Neu-Viren oder Panoravirus. Allesamt sind genauso groß wie Bakterien und ihr Erbgut ist ausgestattet mit viel mehr Genen, als man es bislang von Viren kannte. Konkret enthält die DNA der Tupan-Viren bis zu 1,5 Millionen Basenpaare und bis zu 1425 Gene, die Proteine kodieren. Damit ist es das viertgrößte Genom eines Virus, das bislang bekannt ist. Sie enthalten die Bauanleitungen für Enzyme, die alle 20 Aminosäuren bauen können und bis zu 70 Transport-RNAs. Alles unabdingbare Faktoren für die Prozesse der Proteinbiosynthese und damit ihrer eigenständigen Vermehrung. Und das alles ist auch für die Forschungsteams eine große Überraschung, denn all das zusammengezählt ähneln sie sehr den echten zellulären Organismen. Nur eine Sache fehlt und das sind die sogenannten Ribosomen. Diese zellulären Gebilde treiben die Proteinbiosynthese an. Alexander Janjic sagt jetzt, wenn wir das nicht berücksichtigen, dann übersehen wir vielleicht die ersten Lebensformen auf dem Mars. Denn wenn das alles zutrifft, könnten die Viren nicht nur echtes Leben sein, sondern dann vielleicht sogar das erste Leben auf der Erde. Bam! Ja, doch die ExoMars-Mission ist gar nicht dafür eingerichtet, in Proben Viren zu erkennen. Zurzeit sei lediglich geplant, so Janjic, zelluläre Fossilien, bioindizierte Sedimentstrukturen, zum Beispiel Ausscheidungen oder konservierte organische Verbindungen in 2 Metern Tiefe aufzuspüren. Die Astrobiologie geht davon aus, dass der Mars etwa bis 500 Millionen Jahre nach der Planetenbildung lebensfreundlich war. In einem für die Evolution relativ kurzen Zeitraum könnte es aber nun sein, dass sich eben nur Viren gebildet haben. Mit den bisherigen Messmethoden wären sie nicht auffindbar. Sein Vorschlag deshalb, baldmöglichst vielleicht schon bei der ExoMars-Mission Mikroskopiergeräte mit an Bord zu nehmen, die Viren im Marsstaub aufspüren können. Und wenn sie dann die dann finden würden, und zwar nur Spuren von Viren, wären die Konsequenzen revolutionär, dann wäre es tatsächlich so, dass Viren die erste Entwicklungsstufe des Lebens wären. Wow. Wir halten euch dazu natürlich auf dem Laufenden, genau zu diesem Thema. Außerirdische machen wir unseren 10 Jahre Jubiläums 500.000 Abonnenten Spezialstream am Donnerstag, den 13. Dezember. Hier könnt ihr ihn schon mal vormerken. Stellt uns gerne jetzt schon eure Fragen zu diesem Thema, die wir dann im Stream beantworten. Gerne auf WhatsApp. Der Link dazu ist hier. Ich freue mich auf viele Fragen und natürlich euch im Livestream. Bis dann. Bleibt dran.